Während Künstler wie Nikolaus Bachmann in den 1920er Jahren mit idyllischen Ernteszenen und reichen Marschhöfen die Sonnenseiten der Dithmarscher Landschaft zeigten, entwickelte der in Pahlen an der Eider geborene Hans Gross einen anderen, neuen Blick auf seine Heimat. Mit Dorfstraßen und Kleinstadtszenen rückte er kleinere, bescheidenere Orte und Alltagssituationen in den Fokus. Er entdeckte auch die zuvor von Friedrich Boie bereits in Studien festgehaltenen Dithmarscher Wattlandschaften und Priele als landschaftliche Besonderheiten der Region wieder und brachte sie erstmals auf die große Leinwand. Problematisch ist allerdings seine nach dem Ersten Weltkrieg zunehmende Hinwendung zur deutschnationalen Ideologie und seine Sympathie für die Nationalsozialisten.